Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Und ich muss sagen, bis jetzt macht das Spiel für mich einen guten Eindruck, abgesehen mal von den gelegentlichen... Von den gelegentlichen Rucklern hier. Guck mal, hier ist eine Kiste. Weiter Schal mit Schlossmuster in Purpurrot. Letztes Mal haben wir ja dummerweise einfach eine unserer Böllen verkauft. Das war jetzt nicht ganz so hilfreich. Naja, gut. Also, was wollte ich sagen? Ja, das Spiel macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck auf mich. Es gibt hier noch einige Probleme, was jetzt die FPS-Zahlen zum Beispiel angeht. Oder wie jetzt gerade diese Ruckler hier mit dem Wasser. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, aber... Kommt da lang? Nee. Ja, damit kann man erstmal leben. Es gibt vielleicht einen Day-One-Patch, wir werden sehen. Was haben wir denn hier? Lumos. Ah, guck mal hier, Lumos. Da brauchen wir wohl einen Steg und ein Fass und sowas. Wo ist denn hier bloß ein Steg und ein Fass und eine Laterne? Da vorne vielleicht? Nee, hier vielleicht. Gehen wir mal hier lang. Das kann nicht so weit weg sein. Da ist doch bestimmt eine Laterne, oder? Ja, ein Steg. Ja, das sieht doch sehr gut danach aus. Nur dummerweise. Revelio. Da ist ein Schmetterling. Okay, dann gehen wir mal da lang. Oh, da ist noch eine Seite. Oh, warte. Ah, Bams. So, kommen wir hier durch? Wir schauen mal. Ja, wir untersuchen hier gerade Hogmeat oder so ähnlich. Meat Hog. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, das sieht doch sehr danach aus. Kiste. Lumos. Und das hier. Was haben wir da bekommen? Schafspelz, Wintermütze. Ja, ihr seht schon, die Folge startet damit, dass ich einfach hier mal alles untersuche. Und eigentlich wollte ich nur da hinten in die zur ewigen Rübe oder sowas. So. Jetzt haben wir das. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da bekommen. Eine Handbuchseite. Und damit haben wir Zauberstufe Nummer 4. Und was haben wir denn, wenn wir jetzt hier anrufen? Lumos. Levioso. Reparo. Okay, diese Kiste ist immun gegen alle meine Zauber, dann werden wir hier später nochmal wiederkommen. Ja, das ist gerade der Stand der Dinge. Ich freue mich, dass es das Spiel gibt. Ich freue mich, dass ich spiele. Und wann wir jetzt hier mal endlich auf Gegner treffen, wissen wir noch alles gar nicht so ganz genau. Wenn wir hier lang gehen. Ah, da oben ist die Brücke. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, wir wollen uns hier ein bisschen eindecken mit Zauberkrempel. Also, einen Zauberstab haben wir schon, der sieht sehr hübsch aus. Ja. Und ein paar, Moment. Ah. Level 5. Tagchen, ne, Junge? Oh, guten Tag. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ah, hallo, kommen Sie ruhig herein. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Ja. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Schalte die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ich sag nochmal nichts zu. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Was haben wir da sonst noch? Ein nährstoffreicher Kompost, der den Pflanzen zugesetzt werden kann, um ihren Ertrag zu steigern. Ja, man kann hier tatsächlich auch schon ein paar Sachen kaufen.
Frucht der Schrumpelfliege. Aber wir wollen uns mal nicht damit beschäftigen. Wir wollen immer nicht so viele Sachen einkaufen. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Revelio. Ist nichts Neues. Wir gucken hier mal ein Beutelchen. 6 Kröten einfach mal bekommen. Auch nicht schlecht. Also es scheint sich zu lohnen, hier gelegentlich... Ja, es scheint sich zu lohnen, hier gelegentlich... Kann man hier hochklettern? Die Umgebung mal zu erkunden. Aber hier können wir jetzt nichts mehr sammeln. Schade eigentlich auch. Gibt es hier was da oben noch liegt? Wir könnten mal versuchen, die... Ne, die Fliegen da oben kriegen wir nicht runter. Na gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dachte ich, hallo. Was ist denn das hier Schickes? Da können wir mal gucken gehen. Ist das ein Friedhof? Revelio. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, das Problem mit den Kisten scheint zu sein, dass wir die einfach nicht aufkriegen. Ne? Ja, diese Kisten mit diesen Augen, da sind wir wohl noch nicht. Oh, warte mal, hier liegt noch was. Prächtiger Schal in Siena. Ist halt die Frage, ob man die Sachen irgendwann verkauft oder ob man die behält und sagt, komm, wenn wir jetzt hier schon die schon haben, sammeln wir die einfach. Oh, hallo. Sammeln wir die einfach mal komplett. Revelio. Revelio, da. Achso, ja, das ist die Truhe, die hatten wir ja schon. Als nicht öffnenbar. Öffnenbar. Auf öffnungsvoll. Ihr wisst schon. Ja, und insgesamt, wie gesagt, macht das Spiel Spaß, aber es ist halt. Naja, bis jetzt habe ich festgestellt, dass auch alles irgendwie ein bisschen. Ach, hier. Schade. Dass das alles sehr positiv ist. Alle Zauberer hier reden ganz positiv auf einen ein. Alle sind zufrieden mit einem. Ne? Das ist schon interessant. Was haben wir denn da noch? Hunky Dunkies. Hunky Dupes. Können wir da reingehen und Süßigkeiten kaufen? Hallöchen. Ja, vielleicht nicht einfach alles probieren. Revelio. So, mal gucken, ob es hier Besonderheiten gibt. Da gibt es eine Kiste, die wir nicht aufmachen können. Schlösser. Naja, das mit den FPS-Einbrüchen habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ihr seht das ja oben rechts, auch meine FPS sind ja auch eingeblendet. Mir ist schlecht. Okay. They'll make you fly. Okay. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchte zufolge erhalten sie Billywick-Stacheln. Interesting. Ja, die Welt ist super liebevoll gemacht. Upsi, 19 Dollars, Gold Nuggets, whatever. Eingesackt. Trifft dich mit Nettie. Ja, da steht die Dame. Ich, was sind das hier? Eulen? Moment mal. Guten Tag, ich hätte gerne meine Eule. Hallo? Du reagierst gar nicht auf mich. Kann ich keine Eule haben? Wo ist denn meine Eule? Eulen sind doch hier im Universum super wichtig. Dervish Bankers. Nettie, wie geht's dir? Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh oh. Ach du Heiliger. Von den
Control, warte mal, das ist das hier. Oh Gott, Control ausweichen, das ist aber ungünstig. Protego. Ah ja, ich wollte Protego machen. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Ja. Weiter so, wir müssen ihn zerbrechen. Oh, aua. Warte mal, was war nochmal das stille Ding? Levioso. Alte Magiewurf, Y. Was war das? Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Ja, das geht doch gar nicht so einfach. Oh. Hab ich eigentlich einen Lebensbalken? Ja, hab ich. Levioso. Ich bin... Ah! Hat lange genug gedauert. Ich muss dafür sorgen, dass das so bleibt. Ja, ich habe keine Dinge mehr zu werfen. Wir haben ihn. Easy peasy. Toll gemacht. Okay. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Puh. Upsi, da ist Officer Singer aber weg. Meine Güte, na gut, jetzt machen wir Reparo hier. Reparo. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Zum Glück. Mal sehen, was er will. Wer hier? Ja, mal sehen, was er will. Wollen wir da reingehen? Ich wollte hier noch ein paar Reparo-Sachen machen. Lass mich ein paar Reparo. Revelio. Oh ne, Entschuldigung, sorry. Reparo. Reparo, also, Revelio. So gut wie noch. So aussehen, ne? Ach hier, Repar. Oh, sorry, Entschuldigung. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Das ist doch nett von uns, oder? Hier ist Nummer 5. Sehr schön. Jetzt fehlt noch eins. Warte mal, da ist die Heckenschere, die schneidet einfach mal eben hier die Dinger. Oh, guck mal da oben. Ach hier. Zacki. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz hier gucken. Irgendwas muss da noch kaputt sein. Nord Hogsmeade, Ort entdeckt. Ja, okay. Ah ja, guck mal, hier können wir schnell reisen hin. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir noch gucken. Irgendwas ist noch... Oh, hallo. Revelio. Diese Statue zeigt Hufflepuff Helix von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Interesting. Ah, hier ist noch was zum Aufräumen. Okay. Reparo. Oh, hier, ein ganzes Haus. Ja, gut. Da ist noch eine Seite. Lass uns die auch noch holen. Ach Gott. Das ist ja sehr schwierig, wenn man hier in solchen... Ah ja, guck mal. Na, wenn man hier so unterwegs ist. Schade. Und hier und da und überall irgendwas leuchtet und blinkt und
man einsammeln kann. Oh, jetzt ist das Hühnchen ist weg. Na gut, wir wollten ja wieder zurückgehen. Irgendjemand braucht ja da noch Informationen von uns. Aber, so. Wir haben gerade über dich gesprochen. So, was ist denn? Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Ah, das ist natürlich nett. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Wir können mal F drücken für Vergleichen. Mal gucken, was da passiert. Wir haben momentan Offensive 0, Offensive 5, Besonderes 1. Aber sieht das auch aus? Das ist die Frage. Ausrüstungsvorschau. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ehrlich gesagt sehe ich gar nicht. Sie werden nicht enttäuscht sein. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Ausrüstungsbildschirm. Auf geht's. Okay, deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge aus. Halsbekleidung, Mäntel und Umhänge. Lege einen Umhang an. Warum bewegt er die Lippen und ich höre nichts? Man weiß es nicht. Der hat noch andere schöne Sachen. Zum Beispiel hier für 375 könnten wir uns Nietenhandschuhe kaufen. Oder hier diese schicken. Das verbessert einiges. Aber wir wollen jetzt hier nichts kaufen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Warum sind die denn alle immer so scharf auf? Ich verkaufe noch Rebellions. Das Trinkenzeug. Wenn Sie welche brauchen. Oh, die Besenknecht haben wir. Ich schaue mich mal in deinem Laden um, würde ich sagen. Ne? Was sagst du dazu? Ein Spikoskop ist eine Art Antibioskurant. Ah ja, klar. Und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemand in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen kann. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da sein Ziel sofort auf denjenigen aufmerksam macht, in der es einsetzt. Interessant. Sammelautorisiert Stikoskop. Jetzt haben wir so ein Stikoskop. Revelio. Ja, gut. Können wir hier rauskommen? Ja, kommen wir. Sehr gut. Da ist die Dame auch schon wieder. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wie mein Aussehen jetzt aussieht. Also ich meine Ausrüstung, genau. Hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Ändert sich da irgendwas? Nee, oder? Zum Aussehen sieht dann nichts anders aus. Das ist gut. Ich mag nämlich nicht, wenn sich die Ausrüstung oder wenn das Aussehen sich verändert, einfach nur, weil wir... Oh, guck mal hier, da würden wir nochmal Verteidigung kriegen. 8. Aber wir würden auch eigentlich scheiße aussehen. Nein, also das machen wir natürlich nicht. Nee. Können wir da bitte gar nichts anhaben? Dankeschön. Kann man wahrscheinlich in den Einstellungen ändern, dass man die Kopfbedeckung nicht sieht. Fliegende Reittiere, Besen, alles klar. Wir sollten in die drei Besen gehen, um uns mal einen Besen zu gönnen. So. Folgenati in die drei Besen. Besennati. Wenn das nicht zu Fall ist, trifft du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Warte, ich muss hier hin. Bleib stehen, Nati. Ich muss ganz kurz die. Ach, hier. Ja. Oh, was ist hier denn los? Guck mal, hier ein Beuteltier. So langsam kommt man so ein bisschen auf die Idee,
Okay, wir können weitergehen, Lati. Sind wir schon im Dreibesen? Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Ich will die Seite haben. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Rookwood arbeitet mit Renrock. Renrock, oh Gott. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast... ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Einige Aufträge. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Das sehe ich auch so, aber lass mich mal ganz kurz den Text da oben lesen. Einige Aufträge haben... Okay, dann eben nicht. Was wollte ich gerade sagen? Also, nett hier. Aber, ich sag mal, die Stimme passt hier so gerade gar nicht, ne? Ihr wisst ja, die gute J.K. Rowling ist ein bisschen transphob. Na, und macht da dumme Bemerkungen im Internet. Über Menschen mit Transsexualitäten und so. Hat sie dann deswegen... das extra gemacht haben, um hier jetzt sozusagen dagegen zu kontern oder ob das einfach nur Zufall ist oder eine schlechte Synchro oder ob man, naja, wie auch immer. Also, interessant. Hoppala, da oben ist eine Seite. Ist sie drin oder draußen? Ich glaube, die ist draußen. Ne? Ich würde sagen, wir gehen zum Schloss zurück. Oder wartet ihr jetzt da auf uns? Als erstes brauchen wir mal ein paar FPS, würde ich sagen. Revelio.
ist noch eine Seite. Kann ich mal ein bisschen schneller laufen? Danke. Es hat hier scheinbar so eine... Was? Es hat hier scheinbar so eine Safe Zone, in der man nicht laufen kann. Hier zum Beispiel, ne, wird das offensichtlich begrenzt. Na gut, wir wollen es jetzt auch nicht überforcen. Gehen wir mal zurück zum Schloss. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Ja, würde ich auch sagen. So, du musst die Nachricht, die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutzt die Karte. Sind wir denn jetzt hier fertig? Wähle die Taste für die Karten von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen. Okay, offensichtlich sind wir hier fertig. Dann machen wir das mal. Schnellreise in den Gemeinschaftsraum. Da haben wir leider keinen Dings. Ah, doch, warte mal. Jede Menge Koboldsteine. Jede Menge Koboldsteine. Oh. Reisen wir da mal hin zurück. Ja, und dann würde ich vorschlagen, machen wir diese Folge ein bisschen kürzer als normalerweise. Ich gehe mal in die Küche und gucke mal, was mein Freund da so tut, weil er ist ja ordentlich laut. Und wenn jetzt nicht noch eine Zwischensequenz kommt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ah, Zwischensequenz, na klar. Ah ne, ich habe einfach nur geschlafen. Oh, Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogsmeade. Wundervoll. Offensichtlich habe ich da auch eine Eule. Die gucken wir uns aber nächstes Mal an. Neuer Auftrag verfügbar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssing.